Herzlich willkommen zu Fit im Büro, heute mit dem großen Bereich Schulter und Nacken. Dafür schieben Sie einfach Ihren Stuhl ein klein wenig weg vom Tisch, setzen sich auf dem Stuhl auf die vordere Hälfte, richten sich mit dem Oberkörper auf, ziehen dabei die Schulter nach hinten unten. Ihre Halswirbelsäule ist gerade, heißt, Sie haben einen imaginären Faden, der Ihren Hinterkopf nach oben zieht. Und dann beginnen wir mit der ersten Übung. Für die erste Übung drehen Sie den Kopf nach links und gehen in leicht nickenden Bewegungen langsam zur rechten Seite. So weit wie möglich und von dort wieder zurück auf die linke Seite. Das Ganze können Sie sehr gern 4 bis 5 Mal wiederholen, um dort die Halswirbelsäule zu mobilisieren. Für die nächste Übung bleiben Sie in dieser Position. Achten noch einmal darauf, dass der Rücken aufrecht ist, die Schultern nach hinten unten gezogen sind. Sie drehen nun den Kopf nach links und neigen dann den Kopf nach unten. So weit wie möglich das Kinn nach unten ziehen. Schauen Sie nach Möglichkeit über die linke Schulter nach hinten und halten Sie diese Position 4 bis 5 Atemzüge lang. Danach heben Sie zunächst den Kopf und führen Sie ihn wieder nach vorn. Das Ganze auf der rechten Seite, Kopf nach rechts drehen, nach unten den Kopf neigen, Blick über die rechte Schulter. 4 bis 5 Atemzüge diese Position halten und dann langsam wieder auflösen. Auch dies gern 4 bis 5 Mal pro Seite. Unsere nächste Dehnungsübung. Sie lockern kurz und kommen dann wieder in die aufrechte Position, ziehen die Schultern wieder nach hinten unten, richten die Halswirbelsäule auf, haben ein leichtes Doppelkinn. Und neigen den Kopf zunächst nach links. Heißt, Sie nehmen das linke Ohr zur linken Schulter. Zusätzlich können Sie gern die rechte Hand anstellen, indem Sie die Finger nach außen schieben und sich auf einen Gegenstand abstützen, einen imaginären. Halten Sie diese Position auch hier wieder 4 bis 5 Atemzüge lang. Und lösen Sie dann langsam diese Position auf. Auf der anderen Seite, rechtes Ohr zur rechten Schulter, linke Hand anstellen, die Fingerspitzen zeigen nach außen, stützen Sie sich auf einen imaginären Gegenstand ab, halten Sie diese Position 4 bis 5 Atemzüge und lösen Sie danach langsam wieder. Auch hier auf jeder Seite gern 4 bis 5 Wiederholungen. Für die letzte Übung gehen Sie wieder in diese aufrechte Position, nehmen die linke Hand in den Nacken und die rechte an den Hinterkopf. Die Ellenbogen zeigen nach vorn, der Oberkörper bleibt aufrecht und Sie ziehen jetzt mit der rechten Hand den Kopf langsam nach vorn, sodass das Kinn sich langsam Richtung Brust neigt. Die linke Hand gibt ein wenig Führung. Machen Sie dies langsam. Halten Sie diese Position 4 bis 5 Atemzüge und richten Sie sich danach langsam wieder auf. Wenn Ihnen diese Übung gut tut, wiederholen Sie dies ruhig 4 bis 5 Mal. Das waren Übungen zur Mobilisation und Dehnung im Bereich Schulter und Nacken. Sollten Sie an dieser Stelle die Kräftigungsübungen vermissen, sei Ihnen gesagt, dass wir bewusst darauf verzichtet haben, weil viele von Ihnen sowieso mit Schulter- und Nackenverspannungen zu kämpfen haben. In diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.